Schmeckt gut. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt Teil 2 von Leos Beichtstuhl. Ich habe euch auf Instagram wieder nach euren SSO-Beichten gefragt. Und ja, es kam wirklich mega, mega viel zusammen. Also bitte verzeiht mir, falls ihr nicht ins Video kommt, aber es haben über 2000 Leute mir irgendwas geschrieben und ich kann leider nicht jede Beichte vorlesen. Wenn ihr noch einen dritten Teil wollt und ihr vielleicht auch eine Beichte habt, die ihr mir unbedingt mitteilen möchtet, dann folgt mir gerne auf Instagram. Ich blende meinen Instagram-Namen hier gerne nochmal ein. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Ich level nebenbei einfach und ja, reagiere sozusagen auf eure Beichten. Und dann würde ich sagen, let's go. So, die erste Beichte. Ich habe früher richtig cringe bei Champions gesagt, Leute, ich nehme auf, wer will ins Video? Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich früher auch gemacht. Und ich glaube, jeder, der so an den YouTube-Anfängen steht, der macht das einfach, so damit man so das Gefühl bekommt, oh, ich bin begehrt, oh, Leute wollen mit mir was machen. Ich habe das auch gemacht und ich glaube, jeder YouTuber hat das auch schon mal gemacht. Also, da bist du auf jeden Fall nicht alleine. Die nächste Beichte. Ich war einmal in einem Club, nur um ihn zu stalken. Und ja, da kenne ich auch ganz viele, die das auch schon gemacht haben, die sich irgendwo beworben haben, nur um irgendwas so über den Club rauszufinden. Muss ich sagen, gut, das kann man nicht verhindern und ich weiß gar nicht, ob ich das früher gemacht habe. Gut, ich habe halt, seitdem ich eigentlich gefühlt mich erinnern kann, einen eigenen Club in Star Stable. Deswegen, ja, war das bei mir jetzt nicht der Fall, dass ich jetzt irgendwo reingegangen bin, um zu stalken. Aber ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die das auch schon gemacht haben. Ich beichte, dass ich schon über 500 Euro for real heimlich für Star Stable ausgegeben habe. Ja, Schwester, willkommen im Boot. Ich habe schon, glaube ich, über 800 Euro für dieses Spiel ausgegeben. Was will man machen? Starcoins sind teuer. Aber bevor sich jetzt hier irgendjemand aufregt, das habe ich alles von meinem eigenen Geld bezahlt. Ich meine, ich gehe arbeiten. Also, ne, das ist alles mein eigenes Geld. Ich kann mit meinem Geld ja machen, was ich will. Aber ich habe auch schon sehr, sehr viel Geld für dieses Drecksspiel ausgegeben einfach. Heftig. Die nächste Beichte. Habe mal meiner Mom 100 Euro geklaut, um Starcoins zu kaufen. Das haben mir, wie im letzten Teil, auch mega, mega viele Leute geschrieben, dass sie ihren Eltern irgendwie Geld geklaut haben, so um sich Starcoins zu kaufen. Und ja, muss ich sagen, habe ich früher nie gemacht, weil ich dann einfach so ein schlechtes Gewissen bekommen habe, dass ich das einfach mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Aber du bist nicht die Einzige. Also es haben mir wirklich mega, mega, mega viele Leute geschrieben, dass sie ihren Eltern oder Geschwistern Geld geklaut haben, um sich eine Paysafe-Card zu holen oder so, um halt dann, ja, sich Starcoins zu kaufen. Also die Starcoins-Sucht ist auf jeden Fall real unter meiner Community, würde ich mal so behaupten. Bin mal aus einem Club raus, nur weil mir das Club-Outfit nicht gefallen hat. Gut, das finde ich jetzt persönlich aber nicht schlimm, weil man muss sich ja auch mit dem Club, wo man reingeht, identifizieren können. Und wenn man sich mit dem Club-Outfit oder sonstiges nicht wirklich wohlfühlt, dann ist es dein gutes Recht ja auch zu sagen, yo, ich gehe jetzt lieber raus, weil was bringt es dir denn, wenn du unglücklich bist? Also von daher hast alles richtig gemacht und ich glaube, jeder Clubbesitzer wird das auf jeden Fall verstehen. Ich beichte, ich habe mal meiner Freundin die Daten geändert. Dazu wäre es natürlich jetzt schön zu wissen, ob du die Daten dann wieder zurückgeändert hast oder ob du deiner Freundin dann gesagt hast, yo, ich habe deine Daten geändert, das sind die neuen Daten. Wenn du die Daten geändert hast, ohne deiner Freundin Bescheid zu sagen, dann würde ich mal behaupten, ist das ziemlich asozial und das ist dann sozusagen, als wäre deine Freundin gehackt worden, irgendwie so ein bisschen, aber ich hoffe für dich, dass du deiner Freundin Bescheid gesagt hast, beziehungsweise, dass du ihr danach die Daten gegeben hast, weil ansonsten, glaube ich, wäre ich ganz schön sauer auf dich. Ich habe von der Freundin alle Pferde verkauft und sie dachte, sie wurde gehackt. Ja, wow. Aber wieso machst du das? So, das ist doch dann für dich keine Freundin, wenn du ihr Schaden zufügst. Also, naja, gut, okay, wenn du ihr danach Starcoins kaufst, um es dann wieder gut zu machen, aber so, das... Ich kaufe mir immer heimlich Starcoins, weil meine Eltern es nicht erlauben.
in Klammern App. Naja, wahrscheinlich dann über die Dings-App. Man kann sich ja, glaube ich, über diese Star Stable-App auch Starcoins kaufen. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber mir haben das auch mega viele geschrieben, dass die Eltern es nicht wollen, dass sie Starcoins kaufen und dann die Kinder heimlich Starcoins kaufen. Es wird ja auch irgendeinen Grund haben, warum die Eltern das nicht wollen, aber ich kann das natürlich voll nachvollziehen, wenn man dann trotzdem sich Starcoins kaufen will. Es ist halt dann immer so, ist euer eigenes Geld oder klaut ihr dann das Geld von euren Eltern? Also ich möchte es nur mal sagen, also ich kann euch nur raten, hört auf, Geld zu klauen, weil ihr werdet damit irgendwann im Leben nicht weiterkommen. So. Also Moralpredigt hier, aber es ist einfach so. Ich habe mal eine YouTuberin auf Igno gemacht, weil sie mich so sehr getriggert hat. Gut, ich glaube, das ist jetzt unabhängig davon, ob jemand YouTuber ist oder nicht, aber wenn mich eine Person abfuckt, dann werde ich die Person auch auf die Igno-Liste setzen. Ich beichte, dass ich früher bei Champs alle auf Igno gemacht habe und dann Bug gemacht habe. Gut, das machen auch super viele. Ist halt einfach nicht fair, das weiß jeder und ich glaube, das weißt du auch selber, dass das einfach nicht fair ist, wenn man halt andere Leute so, ja, mit Bugs besiegt. Aber, gut, was willst du dagegen machen, ne? Leben und leben lassen, sagt man ja immer so schön. Ich beichte, dass ich mit mir selber eine Star Stable Beziehung geführt habe. Hey, what the fuck? Und am Ende ist es rausgekommen und ich musste den Server wechseln. Hä? Wie will man denn eine Star Stable Beziehung mit sich selber führen? So wahrscheinlich so Fake-Account erstellen, aber dann müsstest du eigentlich zwei Laptops haben oder so, damit du so mit beiden gleichzeitig online sein kannst. Hatte mich mal als Junge ausgegeben und hatte dann eine SSO-Beziehung, aber wollte die Leute eigentlich nur hops nehmen. Ja, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, wer das kennt. Ja. Ich sag zu dem ganzen Thema Star Stable Beziehung nichts, ansonsten werden hier wieder Hassfilme gegen mich geschoben, aber kann ich verstehen. Habe ich auch schon gemacht. Ist super funny. Ich habe mich mal als SSO-Mitarbeiter ausgegeben und dann zu den Leuten gesagt, sie sollen lieb sein, sonst hacke ich sie und nehme ihnen alles weg. Die Leute, die das glauben, die kriegen so voll Angstschweiß. Oh mein Gott. Aber ich habe tatsächlich, ich früher so als Anfänger, so Level 13 oder so, ich habe früher auch gedacht, dass Star Stable Mitarbeiter in Star Stable quasi rumreiten. Das habe ich früher auch gedacht. Ich dachte auch, okay, was ist, wenn irgendwie ein Star Stable Mitarbeiter jetzt mit mir da gerade rumreitet? Also ich habe das, früher habe ich das tatsächlich auch gedacht, ja. Ich beichte, ich bin ein Clubspringer gewesen und ich war wahrscheinlich schon in 20 Clubs oder so. Gut, muss ich auch dazu sagen, war ich früher auch, also ganz, ganz früher. Ich hatte ja erst die Elite Dreamers 4 Jahre lang als Club und jetzt habe ich ja die Emerald Aces. Und bevor ich die Elite Dreamers gegründet hatte, 2017, war ich anscheinend auch in super vielen Clubs. Ich war, glaube ich, mal in den Dark Hurricanes oder so. Das ist ja auch ein relativ bekannter Club. Ich habe keine Ahnung mehr, ob ich da drin war oder nicht, aber mir wurde das immer gesagt. Und ich war früher auch in super vielen verschiedenen Clubs. Aber wenn man sich damit noch nicht so auskennt und damit noch nicht befasst, dann wechselt man halt einfach. Also ich zumindest, ich habe das früher nicht mit Absicht gemacht, aber es gibt natürlich Leute, die absolute Clubspringer sind. Gut. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber es gibt immer übelste Leute, die sich da voll aufpissen. Verstehe ich nicht, aber ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Ich habe mir im Global-Chat eine Star Stable-Beziehung gesucht und ich hatte schon eine und die war online und hat alles gelesen. Betrogen worden in Star Stable, Bruder, was geht ab? Oh mein Gott, dass ich das nur erleben darf. Tja, dann würde ich sagen, ich glaube, du hast dann ganz schön Stress gehabt erstmal. Also, was lernen wir daraus, Freunde? Betrügen ist nicht. Also, betrogen wird hier niemand. Das macht man nicht. Moralisch ist es einfach uncool. Also, deswegen, wenn ihr einmal die Big Love gefunden habt, dann geht nicht fremd. Das ist nicht cool. Das macht man einfach nicht, Freunde. Das gehört sich einfach nicht. Ich habe mir schon oft absichtlich eine Chatsperre gegeben. Wie kann man sich denn absichtlich eine Chatsperre geben? Aber ich muss dazu sagen, ich habe noch nie eine Chatsperre bekommen. Noch nie
in den ganzen Jahren, wo ich Star Stable spiele, ich habe noch nie eine Chatsperre bekommen. Noch nie. Und ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie man eine bekommt, ob man da nur ganz viele Beleidigungen schreiben muss oder was auch immer. Aber ich habe noch nie eine Chatsperre bekommen. Und ich bewundere die Leute, die dauernd eine bekommen. Beziehungsweise es gibt ja auch so Chatsperren, wo man dann nie wieder in den Chat schreiben kann. Das ist natürlich dann ein bisschen mies, ne? Ich wusste früher nicht, was ein Hänger ist und bin überall hingeritten. Zum Beispiel Fort Pinter bis Vailedale. Oh no, das hat sehr voll lang gedauert und du immer so, boah, gar keinen Bock jetzt bis nach Vailedale zu reiten. Bye, bye, bye. Aber wird es nicht gleich so die ersten paar Quests, dass gezeigt wird, dass ein Hänger ist? Ich weiß gar nicht mehr, wie ist denn das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, mein Beileid, Bruder. Was? Meine Beichte ist, dass ich, als ich mit Star Stable angefangen habe, Leute zu zwingen, mit mir zu spielen. Und wenn nicht, habe ich sie gemeldet. What the fuck, Digga? Einfach mal so, Star Stable Support. Ja, ich will die melden, weil die will mit mir nicht spielen. Die denken sich auch nur so, alles klar, Digga. Ich beichte, dass wenn mir meine Freundin auf die Nerven geht, dass ich sage, ich muss offline, dabei wechsle ich nur den Server. RIP. Aber gut, ne? Wenn du deine Ruhe haben willst, dann wäre halt dann nur peinlich, wenn sie auch den Server wechselt. Und dann auf einmal kommt sie online und fragt dich so, yo, was machst du hier? Dann musst du erklären, aber wenn nicht, dann... Man sollte sich halt dann immer überlegen, ist es dann wirklich eine Freundin, wenn sie einen auf den Sack geht? Aber gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe 6 Pferde meiner Freundin heimlich ausgelevelt. Das kam, glaube ich, im letzten Video auch schon mal dran. Und da muss ich echt sagen, das finde ich aber echt ganz nett. Ich würde mir echt wünschen, wenn mir jemand meine Pferde gefühlt levelt, weil ich habe so viele Pferde, die ich noch nicht ausgelevelt habe. Also sowas ist immer toll, wenn man so online kommt und so, hä, das Pferd ist gelevelt? Also finde ich, das ist echt was sehr Schönes. Habe meine beste Freundin, als sie im Urlaub war, aus dem Club geworfen und gesagt, es war ein Bug. Och Mann, hä, wieso seid ihr denn alle immer so scheiße zu euren Freunden? Dann bezeichnet sie doch nicht als Freunde, wenn ihr sie so aus dem Club schmeißt oder die Pferde verkauft oder die Starcoins ausgibt. So, das sind doch dann keine Freunde. Also meine Freunde, also ich würde meinen Freunden nichts Böses antun. Und wenn, dann sind es nicht meine Freunde. So, also, naja. Ich beichte, dass ich SSO-süchtig bin. Man kennt's, die Star Stable-Sucht kickt irgendwann bei jedem mal rein. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen, irgendwann lockert sich das mal wieder. Also irgendwann ist die Star Stable-Sucht nicht mehr so real. Glaube ich. Fühle ich. Ich klicke alle Quests inklusive Hauptquests durch und somit spare ich Zeit, aber habe keine Ahnung, was abgeht. Ja, Mann! Endlich mal jemand, der mich versteht, weil ich mache das ja auch. Ich skippe ja auch meine Quests immer, weil ich immer zu faul bin zu lesen. Und dann habe ich danach immer auch keine Ahnung, was ich machen muss. Also ja, fühle ich absolut. Ich beichte, ich habe vergessen, dein letztes SSO-Video zu liken. Ja, also das ist ja, geht ja mal gar nicht. Freunde, auf geht's. Wenn ihr noch nicht mein letztes Video geliked habt oder dieses Video geliked habt, dann auf geht's, Freunde. Daumen nach oben da lassen, Mensch. So, kommen wir zur letzten Beichte. Ich habe als Anfänger gedacht, dass man Pferde nur beim Pferdemarkt kaufen kann. Ja gut, das finde ich jetzt aber eigentlich gar nicht so dumm, weil im Endeffekt, ja, wo sollst du sonst Pferde kaufen? Woher willst du auch wissen, dass es so wie hier zum Beispiel so Verkaufsstände gibt? Das kommt ja auch alles erst mit der Zeit, wenn man sich dann wirklich mit Star Stable auch ein bisschen auseinandersetzt. Aber nur so ein bisschen, nur so minimal. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch unterhalten und gefallen hat. Und wie am Anfang schon gesagt, wenn ihr noch einen Teil wollt, folgt mir gerne auf Instagram, um mir vielleicht auch eure Beichten zu schreiben. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier auf meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz wunderschöne Zeit. Ciao, ciao!